Leute, Merre wieder am Start. Heute mit einem weiteren gruseligen Spiel und zwar Missing Heike. Und ich bin mal gespannt, wie sehr wir uns heute erschrecken werden. Es ist ein sehr kurzes Spiel, aber ich werde mal schauen, ob ich mein meisterhaftes Talent des unnötigen Herumlaufens oder komplett verwirrten Zustand wieder heute beweisen werde und vielleicht die zehnfache Zeit daraus schaffe. Aber wir sehen es dann. Das sieht schon ein bisschen unheimlich aus. Oh, die Sounds sind auch recht laut. Ein kleines bisschen leiser. Aber wir starten jetzt rein in Missing Heike. Dezember, 11. Dezember 1994. Mein Bruder Ethan ist seit ungefähr 24 Stunden vermisst. Er ist auf eine Wanderung gegangen in der Nähe von Red Mountain. Er hätte gestern nach Hause kommen sollen. Ich ging zur örtlichen Polizei. Sie sagten, sie haben die Ressourcen für eine Suche gerade nicht. Also entschied ich mich, ihm selber nachzugehen. Wow. Krass. Wir sind hier auf der Straße in unserem schönen Auto. Fahren den Wald entlang. Können wir rufen? Wir machen uns jetzt also auf den Weg, unseren Bruder zu suchen. War da gerade ein Schild, dass es rutschig ist? Es sieht sehr hübsch aus, finde ich. Was ist das? Ein anderes Auto? Von dem müssen wir holen. Den holen wir jetzt ab hier. Oh! Oha! Ich bin in einem Car Crash gestorben! Nochmal. Das können wir uns nicht erlauben. Wir müssen also vorsichtig fahren, Leute. Oh nein. Aber war das da hinten eine Tankstelle, was wir da gesehen haben? Können wir hier nicht irgendwie die Abkürzung nehmen dann? Eine Abkürzung wäre besser. Musik auch sehr entspannt, aber können wir den Kanal wechseln? Gleich kommt das erste Auto entgegen, da fährt es schon. Mäp, mäp. Ich sollte bei der Tankstelle parken und fragen, ob sie meinen Bruder gesehen haben. Ja, wir können auch gleich mal unser Auto ein bisschen auftanken, oder nicht? Oder auch nicht. Wo können wir denn hier parken? Das sieht nicht aus wie ein Parkplatz. Und eigentlich darf man so nicht fahren. Habe ich das gerade richtig gesehen? Ja, ich finde, haben wir gut geparkt. Ich meinte, ich hätte hier im Rückspiegel wen gesehen. Ich werde das eingebildet. Hi. Wo gehen? Was wollen Sie? Ich suche nach meinem Bruder. Er ist während einer Wanderung in dieser Region vermisst gegangen. Wie sagt man das? Das ist nicht mein Problem. Und außerdem solltest du nicht einfach so Leute angehen damit. Vor allem in dieser
Gegend. Was meinst du? Hey, schau mal. Ich habe ziemlich spät gearbeitet. Ich möchte einfach nur ein paar Snacks und Bier holen und nach Hause fahren. Ich bin nicht in der Stimmung, um zu reden mit anderen Leuten, die ich nicht kenne. Ich verstehe. Sorry, dass ich dich gestört habe. Tut mir leid. Hallo? Das sieht aus wie eine Feuerwehrpforte, hä? Was kann ich für Sie tun, Sir? Ich suche nach meinem Bruder, der hier in der Nähe wandern war. Er hätte gestern nach Hause kommen sollen. Haben Sie sie gesehen? Wie sieht Ihr Bruder aus? Er hat braune Haare und ist ziemlich groß. Und er hat einen grünen Rucksack. Lass mich kurz nachdenken. Ja. Ich glaube, ich habe deinen Bruder gesehen. Er kam hierher und kaufte ein paar Dinge. Etwas Wasser und ein paar Snacks. Du versuchst ihn zu finden? Hast du der Polizei schon Bescheid gegeben? Ja, das habe ich gemacht. Aber sie sagten, sie haben momentan nicht die Ressourcen für eine Suche. Sie sagten, sie starten erst eine Suche, wenn die Person für mehr als 48 Stunden vermisst wird. Es ist nicht das erste Mal, dass jemand in dieser Gegend vermisst wird. Mindestens eine Handvoll an Leuten sind hier in der letzten Dekade verschwunden. Leute reden viel. Ich habe Gerüchte gehört, dass hier komische Schreie und merkwürdige Geräusche aus dem Wald kommen. Also solltest du vorsichtig sein, vor allem wenn du zu dieser Zeit in der Nacht gehst. Es gibt eine Straße direkt hinter der Tankstelle, die zu den Bergen führt. Geh sicher, dass du da drauf bleibst. Könnte gefährliches Wildleben in der Nähe sein. Danke. Ich werde sicher gehen, dass ich sicher bleibe. Pass auf. Danke. Jo, kann ich mir noch was mitnehmen? Ja doch. Der kann sich auch nicht entscheiden, was er mitnehmen soll. Soll er sich jetzt irgendwie eine Dose Thunfisch holen? Oder doch vielleicht eine Dose Sardinen? Wieder zurück ins Auto. Oder auch nicht. Hallo? Wollen wir jetzt nicht mit dem Auto gehen? Oder laufen wir zu Fuß? Sieht auch aus, wie wenn wir gegen das Schild gefahren sind. Müssen wir wohl laufen. Sieht doch gemütlich aus hier. Oh, Schnee. Schöne Natur. So, erstmal dem Wildleben in die Augen leuchten, damit die komplett erblindet sind. Leuchtet was? Das Zelt meines Bruders sieht anders aus. Ich sollte trotzdem mal näher rangehen. Oh Gott. Hallo? Warum schreit er so? Waren das seine Geräusche? Hört sich sein Zelt so an, wenn er den Reißverschluss aufmacht? Wer zum Teufel bist du? Du hast mich so erschrocken. Ich hab dich erschreckt? Ich hatte fast einen Herzanfall. Was willst du? Ich hoffe, du bist nicht irgend so ein Perverser oder Gestörter.
Bin ich nicht. Ich suche nach meinem Bruder. Er hat in dieser Gegend gewandert. Hast du ihn gesehen? Ist er in irgendeinem feinen Pyjama oder hat er ein Hemd zum Schlafen an? Nein, ich habe ihn nicht gesehen. Warte. Du weißt nicht einmal, wie er aussieht. Schau mal. Ich bin nur ein Typ, der gerne im Wald wandert und in einem Zelt unter frierenden Konditionen schläft. Ich habe seit Tagen niemanden gesehen. Ich verstehe. Du planst weiter in den Wald reinzugehen? Ja. Ich werde in einer anderen Gegend nachschauen. Ich hoffe, dass ich meinen Bruder finde oder wenigstens ein paar Spuren von ihm. Ja, du denkst wahrscheinlich, dass ich irgendein Stoner bin oder so. Aber letzte Nacht hatte ich mein Zelt ein bisschen weiter mehr im Norden. Und ich habe sehr komische Geräusche gehört, die aus dem Wald kamen. Es hörte sich an wie ein Kind, das weint, aber ich habe nichts gesehen. Es spukte mich sehr. Vielleicht war es ein Kryptid. Ein was? Okay, Mann. Kümmert es dich? Was meinst du? Oh nein, er meinte was anderes. Trägst du was? Ich rede von einem Stück, du weißt? Irgendwas, um dich zu beschützen. Meinst du eine Waffe? Nein, ich habe nichts. Dann solltest du hier erst gar nicht sein. Es ist viel zu gefährlich, weiter in den Wald reinzugehen bei Nacht. Aber ich halte dich nicht auf. Ich will einfach nur schlafen. Übrigens, noch eine Sache. Schleich dich nicht an Zelte im Wald mitten in der Nacht an. Jemals. Ich hätte dich fast erschossen. Ich bin froh, dass du es nicht getan hast. Ich auch. Und viel Glück bei der Suche. Der schläft ja hier im feinen Anzug. Was ist mit dem? Ich hab keine Waffe. Gute Nacht. Oh. Müssen unseren Bruder finden. Ein Kryptid. Ich bin ganz ehrlich, ich habe dieses Wort noch nie gehört. Ich habe das vorher sogar ein bisschen googeln müssen. Bin ich aber mal gespannt. Also ich hoffe mal, dass wir besser gekleidet sind als dieser Typ im Zelt. Es war mir schon ein bisschen zu riskant für ihn. Manchmal das Gefühl, dass ich irgendwas sehe. Aber vielleicht halluziniere ich es auch einfach nur. Es wird richtig kalt. Ich sollte mein Zelt auf der linken Seite der Straße aufbauen. Okay. Er hat ein Zelt mit dabei? Meine Finger sind sehr taub. Es ist hart, das Zelt aufzubauen. Das glaube ich dir. Wow, voll hübsch. Warum weißes Zelt? In der Schneeregion. Schon sehr mutig. Oh. Es ist kalt, aber ich falle langsam in den Schlaf. Ich glaube, ich habe ein paar Schreie gehört. Bin mir aber nicht sicher, ob ich es mir eingebildet habe oder ob es echt ist. Ich muss es nachsehen. Es könnte mein Bruder sein, der nach Hilfe schreit. Hoffen wir mal nicht.
Da ist ein Licht. Tiefer im Wald. Ich muss nachsehen, ob es mein Bruder ist. Okay. Rennen wir mal eben hin. Aber das sind ganz komische Schreie. Was ist da? Ist das auch ein Zelt? Das sieht irgendwie größer aus als ein Zelt. Nein. Geht meine Taschenlampe aus? Was ist das? Das ist sogar so eingezäunt. Das ist der Rucksack meines Bruders. Er muss hier gewesen sein. Komisch. Der Rucksack ist komplett leer. Nichts ist hier drin. Was ist da? Hallo? Hallo? Ich komme hier einfach mal in das Häuschen rein. Ich habe Schreie gehört und gehe mal davon aus. Moment, das sind Fotos von mir? Jemand hat Bilder von mir gemacht. Und das ist... Hallo? Können Sie mir bitte erklären, was das mit den Bildern auf sich hat? Hallo. Da steht jemand. Mein Körper wurde nie gefunden. Was ist das jetzt? Okay, Leute. Das war ein bisschen heiker. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen hoch da. Schreibt mir in den Kommentaren, wie es euch ergangen ist beim Zugucken. Weil jetzt hier beim selber so ein bisschen durchlaufen, ich habe mich erschreckt. Es ist wirklich ein sehr kurzes Spiel. Kurzes, knackiges Spiel von der Story her. Wir können uns nur unseren Teil denken, was mit seinem Bruder wohl passiert sein wird. Ich weiß trotzdem nicht, was diese Schattenfigur hinten dran war, bevor der Mörder dann kam. Aber ja, sehr, sehr, sehr interessant. Und wenn ihr auf dem Laufenden bleiben wollt, schaut gerne auf meinen anderen Socials vorbei. Ihr könnt auch sonst gerne im Discord joinen. Da könnt ihr auch viel leichter Vorschläge machen für Spiele, die in Zukunft hier auf dem Channel gespielt werden sollen. Und auf meinen anderen Socials, ihr wisst Bescheid, ich heiße überall Merre mit 2 A. Und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder.